So, alles klar. Die Aufgabe der Wachen ist es offenbar, den Fußspuren zu folgen. Und die Spuren führen im Kreis. Klingt nach einer inspirierenden Tätigkeit. Ja, hochinspirierend. Wenn die Wache mich sieht, wird sie mich einsperren. Und wenn sie mich einsperrt, wird Laura mich umbringen. Dann verwende hier bitte das Plakat nochmal. Erkennt das mache ich nicht. Ach komm, hier, mach halt. Das mache ich nicht. Alles klar, alles klar. Die stehen jetzt hier etwas dümmlich dran. Puh, das war knapp. Puh, das war knapp. Fast hätten sie mich gesehen. Muss ich vielleicht... muss ich ihn nochmal hier rausholen? Nein, es ist für alle besser, wenn ich ihn schlafen lasse. Okay, alles klar, das funktioniert also nicht. Nein, wartet, frisst nicht die Körner, das ist Reis. Da drunter schläft General Piepmatz. Es macht Sinn, dass es eine Flagge ist. Heilige Mutter Gottes, sie werfen mit Bimssteinen. Johnny! Nein, ihr verdammten Bastarde! Alles klar, der träumt etwas schräg. Darunter schläft General Piepmatz. Es macht Sinn, dass es eine Flagge ist. Grüß schon, ihr verrückten Vögel. Heute Nacht picken wir in der Hölle. Ja, irgendwie funktioniert das Ganze nicht so ganz. Das wird nicht klappen. Irgendwie was kombinieren vielleicht. Plakat da hinhängen? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Jetzt Alarm? Keine Ahnung. Ja, und dann schrei ich. Hier bin ich! Nehmt mich fest! Das ist jetzt eine gute Frage. Also irgendwie... Damit kann man nichts machen. Ah, dann kann ich dich K.O. schlagen? Das war doch jetzt geraten, oder? Hätte ja klappen können. Hier, schau mal. Das mache ich nicht. Warum sollte ich das tun? Dann ist er lackiert. Kann ich das mit Lack übergießen? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Das Problem ist, er geht halt nicht mehr, die stehen halt dran. Es ist für alle besser, wenn ich ihn schlafen lasse. Nein, wartet, frisst nicht die Körner, das ist Reis. Alles klar. Okay, jetzt lassen wir mal überlegen. Wir haben die Notiz, wir haben ein Plakat, wir haben Lalackeimer und ein Hämmerchen. Kann ich das kombinieren? Das möchte ich nicht lackieren. Was das da? Möchte ich nicht lackieren. Das möchte ich nicht lackieren. Und als letztes... Das möchte ich nicht lackieren. Okay, lackieren ist nicht. Das kann ich nicht verwenden. Da steht drauf, hey, schau mal da drüben. Warum hat Laura mir den Zettel gegeben? Tja, das ist eine gute Frage. Hey, schau mal da drüben. Oder so. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Kann ich das da hinhängen? Naja, dann könnte ich... Nö. Obwohl, nein. Nein. Naja, hätte ja irgendwie funktionieren können. Warum sollte ich das tun? Dass die Wachen einfach mal weggehen. Also, okay, gehen wir nochmal kurz weg. Vielleicht, wenn wir jetzt zurückkommen... Da haben wir hier sonst noch irgendwas? Habe ich was übersehen? Nö. Ah, doch, warte mal. Jetzt, ahahaha. Reflexhämmerchen. Dr. Robert ist da. Also, dann testen wir doch mal die Kniefunktion. Oh.
Oh, aber da haben wir ein Ausrufezeichen. Was auch immer wir damit anfangen. Das hölzerne Ausrufezeichen, das vom Schild abgefallen ist. Kann ich das lackieren? Gut, jetzt habe ich es mit Klarlack lackiert. Da Klarlack aber durchsichtig ist, macht das keinen Unterschied. Tja, die Kugel ist auch weg. Gucken wir nochmal hier rein. Vielleicht können wir mit dem Ausrufezeichen was anfangen. Ich wüsste aber nicht, was. Die stehen immer noch hier stocksteif da. Das mache ich nicht. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Nein. Gut, okay. Also das bringt im Endeffekt alles nichts. Warum sollte ich das tun? Ist nicht einfach irgendwie als Kombination? Na, Conroy, kann ich dich da oben hinsetzen? Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, war geraten. Okay, Ausrufezeichen. Ich könnte es hinter jeden meiner Sätze packen, aber dann wüsste ich selbst nicht mehr, was wirklich wichtig ist. Ich möchte mich nicht lackieren. Ich könnte es mir vors Gesicht halten. Haha, seht mich an, ich bin eine Wache. Welcher Idiot würde denn darauf reinfallen? Ja, mach halt. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Aber ich kann hier das mit ihm kombinieren. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Tja, jetzt sagst du nichts mehr. Das wird nicht klappen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Gut, gehen wir nochmal zurück. Was haben wir denn? Wir haben hier noch das, den Basil, den Motorraum, sein Knie. Die Wache an sich, die Reihe, das da, die Kaffeekanne, den Trichter, Tunnel, Achtung, Shit. Vielleicht ist es jetzt... Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. So brüht man keinen Kaffee. Warte mal, kann ich den Lack da oben reinkippen? Ja, lol. Das geht. Kaffee ist fertig. Mitnehmen. Gut. Schwarzer Lack. Matt mache ich mit dem schwarzen Lack. Kann ich jetzt was mit dem schwarzen Lack anfangen? Schwarzer Lack. Kann ich das Ding schwarz machen? Schwarzes Ausrufezeichen. Ja, und jetzt? Mir das Ausrufezeichen. Jetzt habe ich ein Ausrufezeichen mit schwarzer Farbe. Und damit schmiere ich jetzt. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Die Flagge. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Verschmiert das Ausrufezeichen. Nein, ich komme nicht an der Wache vorbei. Sie ist zwar nicht besonders clever, aber leider nicht blind. Und wenn ihr es direkt auf die Wache anwendet? Das war doch jetzt geraten, oder? Natürlich ist das alles geraten hier. Das wird nicht klappen. Wirst du nicht, für was wir das Ausrufezeichen brauchen? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Gut, okay, alles klar. Das könnte Spaß... Nein. Das macht... Nein. Kann ich dich jetzt wieder rausholen? Nein. Es ist für alle besser, wenn ich ihn schlafen lasse. Heilige Mutter Gottes, sie werfen mit Bimssteinen. Johnny. Nein, ihr verdammten Bastarde. Alles klar, der ist etwas arg durch den Wind. Eine von Conroys Wachen. Er hat sich früher einen Spaß daraus gemacht, sie hintereinander aufzustellen und ihnen zu befehlen, umzufallen. Der Job von diesen hier ist es anscheinend, den Fußspuren zu folgen. Nein, sie soll mich doch nicht sehen. Kann ich das für mich selber verwenden? Das kann ich nicht verwenden. Gut, okay. Also gehen wir nochmal zurück.
Wir haben also ein schwarzfarbig triefendes Ausrufezeichen. Und was machen wir damit? Ein Ausrufezeichen mit schwarzer Farbe bestrichen. Es ist noch ganz nass. Tja, das ist eine gute Frage. Wir haben hier noch die Basilienreihe. Kann ich hier noch was machen? Nee, da kann ich hier tatsächlich nichts tun. Ach komm, geh raus. Gut, okay, egal. Das wieder hinhängen? Na komm, häng's hin. Das mach ich nicht. Warum sollte ich das tun? Ja, das ist eine gute Frage. Ach komm. Ich weiß ja nicht mal, was ich damit kaputt machen würde. Ja, komm, das kriegst du schon. Das fasse ich nicht an. Ach komm, warum denn nicht? Hey, hast du noch Infos für mich? Mechanikerwache hier, Kumpel. Kann ich mir was von deinen Sachen leihen, Kollege? Ich lass mich doch nicht verschaukeln. Du bist doch eine der Aussichtswachen, die nie was zurückbringen. Nenn mir deine Mechanikerwachenkennung. Das hatten wir schon. Okay. Hey, Moment. Die Kennung hat 3 Teile. Klar, ich wollte gerade den 2. Teil sagen. Ah ja, das ist eine gute Farbe. Total unterschätzt. Und der 3. Teil? Ach ja? Ist ja witzig. Ich dachte, du wärst tot. Na dann, bedien dich. Ich habe eh keine Ahnung, wozu das gut ist. Aber zurückbringen. Alles klar. Das hat also nichts gebracht. Kann ich dir das geben? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Naja, gut, okay, komm, wurscht. Was haben wir hier sonst noch? Wir haben noch das Schild, wir haben den Tunnel. Da komme ich wahrscheinlich nicht raus. Nein, ich muss hier bleiben und verhindern, dass Laura irgendwas passiert. Oder irgendwem. Oder irgendwem. Das ist, glaube ich, eher das, die Geschichte, dass irgendwem etwas passiert. Kann ich hier flöten? Warte mal, pass mal auf. Hey, hör auf, hier rumzuflöten. Gut, dann schauen wir nochmal in den Gang. Hier vielleicht flöten? Ah! So funktioniert das, alles klar. Gut, die gucken alle in die Richtung, der guckt da lang. Kann ich jetzt hier irgendwo hinlaufen? Nein. Puh, das war knapp. Puh, das war knapp. Ach. Fast hätten sie mich gesehen. Guck mal, hier sind doch Fußspuren, die schauen aus wie... Nein, ich komme nicht an der Wache vorbei. Sie ist zwar nicht besonders clever, aber leider nicht blind. Ja, aber sie sind bescheuert. So, einmal flöten. Dann mache ich hier die Spuren, die in den Abgrund führen. Und so sind dann die Wachen weg. Einfach, weil sie bekloppt sind. So. Jetzt. Zack. Ich habe wunderschöne Spuren gestempelt. Die hier in den Abgrund führen. Dann flöten wir sie in ihren Untergang. Und tschüss. Und weiter geht's. Ja. Weg mit dir. Was habe ich getan? Ja, was hast du getan? Schäme dich. So, und jetzt geh halt rüber. Der ist da festgeschraubt. Nein, es ist für alle besser, wenn ich ihn schlafen lasse. Gut. Grüß schon, ihr verrückten Vögel. Heute Nacht picken wir in der Hölle. Gut, dann schauen wir mal, wo geht's denn überall hin?
Er geht nur in die eine Richtung. Dann gehen wir zum Zugang. Los geht's! Stehen geblieben. Bist du das auf dem Plakat? Dann müsste ich dich nämlich verhaften. Nein, nein, ich, wenn ich hier stehe, kann ich ja nicht der Typ auf dem Plakat sein, oder? Oh, mein Gehirn tut weh. Wir sind echt dumm. Alles klar, was haben wir hier denn? Das Plakat, die Wache, da hinten jetzt zur Labortür und eine Treppe. Das war's. Ha, mein eigenes Fahndungsplakat. Ich sehe gefährlich aus. Mitnehmen. Hey, Plakate abnehmen verboten. Ich hab nur geguckt, ich hab nichts angefasst. Du siehst ein bisschen aus wie der auf dem Plakat. Das, ist mein böser Bruder. Ach so. Ja, die sind echt über die Maßen bescheuert. Eine Wache wie jede andere. Ziemlich groß, ziemlich blau und unfassbar dämlich. Dann sprich Hallo. Mit mir. Ich kann nicht reden. Ich muss mich konzentrieren. Natürlich. Die Tür führt zu einem Labor. Ich wette, dort finde ich Laura. Ja, durchaus denkbar, aber hey, da komme ich nicht hin. Was glaubst du, was du da machst? Ich wollte nur durch diese Tür da. Nein, der Befehl ist, niemanden reinzulassen. Na gut, dann gehen wir halt die Treppe Eine hoch. Eine endlos hohe Treppe. Ich glaube, sie führt aus der Höhle raus. Benutze hey, sie. Was hast du da vor? Treppenprüfungskommission. Ich wollte diese Treppe nur auf Stufen prüfen. Aber da war doch schon gestern jemand da. Nicht hochgehen. Ja. Vielleicht funktioniert die Notiz? Ich habe hier eine Nachricht für dich. Das funktioniert echt. Das ist witzig. Schau mal da drüben. Schau mal da drüben. Was soll denn da sein? Ich erkenne gar nichts. Da drüben? Vielleicht sehe ich es ja, wenn ich noch ein bisschen hingucke. Ja. Hey, Bürschchen, was glaubst du, was du da machst? Ich wollte nur... Nein, der Befehl ist, niemanden reinzulassen. Aber wenn er wegguckt, dann hänge ich das da an. Dieses Plakat. Du bist selber gesucht. Du bist ein Verbrecher. Oh. Oh. Jetzt hat er Kopfweh. Wow. Das hätte ich nie von mir gedacht. Ja. Dann nehme ich mich wohl besser mal fest. Ja, das sollte ich tun. Passt du hier so lange auf die Eingänge auf? Klar, mache ich doch gern. Meine Güte, ist der bescheuert. Ja, aber gut für uns. Ab ins Labor. WTF. Ich habe ihn gefunden. Ist das dein Vater? Ja. Ich glaube, er kann mich hören. Denkst du nicht? Naja, also das Glas sieht ziemlich dick aus. Und er wirkt nicht, als wenn er überhaupt noch viel mitbekommt. Ich meine, keine Sorge. Er weiß, dass ich hier bin. Oder was denn jetzt? Papa! Okay, komm mit. Wir finden einen Weg, ihn da rauszuholen. Nein, ich bleib hier. Ich will ihn nicht alleine lassen. Aber du hast ihn seit Jahren nicht gesehen. Auf ein paar Momente mehr kommt's doch jetzt auch nicht mehr an. Und er wird es eh nicht merken, also... Flötennase, hör einfach auf, mich zu trösten. Entschuldigung, ich geh dann mal. Viel Spaß. Und lass dich nicht töten. Okay. Sonst bring ich dich um. Alles klar. Na gut, dann werd ich mal. Tschüss. Gut, alles klar. Wir sollen im Endeffekt nicht sterben. Schauen wir mal. Was haben wir denn sonst noch da? Wir haben den Hangar, wir haben Laura, mechanische Hände, ein Loch. Ein Loch? Okay. Ein Gitter, ein Aufzug, einen Bauplan und Anschlüsse. Hallo Laura. Sie sieht so traurig aus. Ich dachte nicht, dass ich das mal sagen würde, aber wütend gefällt sie mir besser. Och, wie knuffig.
Laura, willst du nicht doch mitkommen? Nein, er merkt es, wenn ich weg bin. Ich glaube, er würde es nicht mal merken, wenn das Labor in Flammen steht. Ja, da ist was dran tatsächlich. Aber hey, okay. Fließband, eine Hand. Eine Hand. Eine künstliche Hand. Zur Faust geballt. Nehme ich mit. Zack. Eins, sehr schön. Fließband. Ein Fließband mit Basilenteilen. Es ist das Fließband des Todes. Ja, so in der Richtung. Kann ich da was machen? Nein, ich fasse da nicht rein. Ich habe keine Lust, dass meine Hand abgeschraubt wird. Ach komm, wer witzig, du hast doch eine Ersatzhand. Also stelle ich nicht so an. So, was haben wir noch? Anschlüsse? Ich glaube, diese Anschlüsse führen aus seinem Kopf oder hinein. Er ist mit dem ganzen Hangar verbunden. Gruselig. Ach komm, das wäre doch cool. Halt. Nein, die lasse ich lieber, wo sie sind. Am Ende mache ich noch was kaputt. Ja, das ist ja das Ziel. Also, zumindest hier das Ding kaputt machen, aber nicht ihn. Was haben wir denn da? Bauplan Basilenmodell 347. Ein Basilenbauplan? Conroy, dieser Wahnsinnige, hat das Volk die ganze Zeit mit Maschinen terrorisiert. Ja, ja. Nein, ich will mir jetzt keinen Basilen bauen. Da draußen sind mehr als genug. Ach, Menno. Dabei wäre so ein Basile voll witzig. Mechanische Hände. Die Greifarme scheinen mit seinem Kopf verbunden zu sein. Er steuert seine Hände mit seinen Gedanken. Wahnsinn. Ja, sicher. Er ist im Endeffekt das Hirn der Riesenbaumaschine. Nein, ich habe keine Lust, zu einem Basilen verarbeitet zu werden. Aber ein trotteliger Basil wäre doch witzig. Er könnte nicht so viel kaputt machen. Da war wahrscheinlich mal ein Aufzugsknopf. Er ist rausgebrochen. Da war mal ein Knopf. Jetzt ist da nur noch ein Loch, das man nicht mehr drücken kann. Kann ich da irgendwie reinhauen? Weißt du, so hier? Zack. Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung, vielleicht kommt dann der Aufzug? Ein Aufzug. Ich glaube, er ist für Essen gedacht. Aber ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Wahrscheinlich kann ich ihn auch nicht benutzen. Er ist leer. Oh, doch. Aber ich glaube nicht, dass ich da reinpasse. Komm, frag mal Laura, die quetscht die da schon rein. Gitter? Ah, da, schau mal an. Da ist hier der Typi. Ne. Aufpassen. So, was haben wir hier unten noch alles? Da haben wir einen Knopf, sehr gut. Den Aufzug, seltsamer Typ, die Fliege und den Knopf. Da haben wir auch noch die Fließbänder. Da laufen Häschen und die gucken so böse, keine Ahnung. Die sind echt komisch. So, schauen wir mal. Der seltsame Typ jagt sie, aber ich wette, wenn er sie erwischt, ist er traurig. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist es ja nur die Perspektive, aber dieser Kerl sieht unheimlich schräg aus. Ja, komm, so schräg sieht er auch nicht aus. Ein roter, leuchtender Knopf. Das bedeutet nichts Gutes. Ach, rote Knöpfe sind doch toll. Ich schätze, mit dem Knopf kann er sich den Aufzug rufen. Und dann? Ah, hier führt also der Aufzug hin. Ja, ja, die Frage ist nur, was bringt das Ganze? Wahrscheinlich nicht viel. Kann ich dich ansprechen? Hallo, kann ich euch eine Frage stellen? Er hat offenbar Wichtigeres zu tun. Menno. Ich komme nicht ran. Komm ich da ran? Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Naja, war schon klar. Komm ich damit ran? Weiß nicht. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Ah, warte mal. Wir könnten dem vielleicht... Weiß nicht, vielleicht einfach eine Faust schicken. Weiß nicht, da, hier, so. Hallo? Tust du was, Robert? Nein, er tut nichts. Gut, okay, alles klar. Kann ich das Gitter durchschlagen? Das passt nicht durch die schmalen Ritzen. Ah, aber die Notiz vielleicht. Damit kann man nichts machen. Wieso? Vielleicht ist der ja auch bescheuert. Mano. Gut, was haben wir sonst? Die Conroy-Puppe bringt uns gar nichts. Notiz, Faust. Kann man da noch was machen? Das ist also Lauras Vater. Sein Name ist Dr. Reminepo. Reminepo. Dr. Reminepo, können Sie das hier gebrauchen? Oh. Oh.
Okay, da können wir dann. Hoppla! Robert, hör auf! Du bringst ihn noch um! Das ist nicht der Plan, okay. Alles klar. Wir schauen jetzt nochmal schnell raus. Vielleicht haben wir ja draußen noch was. Weiß nicht, vielleicht können wir jetzt die Treppe benutzen. Da ist eine Fliege, bringt uns aber auch nichts. Bringt uns das was? Die Frage ist, wo kommen wir raus? Um Gottes Willen. Nein.